Im Praktikum Biomedizinische Messtechnik lernen wir, wie ein EKG-Gerät die elektrische Aktivität des Herzens misst. Hi, ich bin Nick und ich studiere Elektro- und Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Heute bin ich bei ITK Engineering, wo ich mir anschauen werde, wie künstliche Intelligenz dazu beitragen kann, EKG-Signale zu interpretieren. Hi Nick, schön, dass du da bist. Hi Julia, vielen Dank für die Einladung. Du hast auch am KIT studiert und entwickelst jetzt medizinische Software, oder? Richtig. Medizintechnik ist ein Bereich, bei dem wir hier bei der ITK arbeiten. Ein Beispiel ist diese App hier. Hier werden KI-basiert EKG-Daten analysiert und automatisch Anomalien erkannt in Echtzeit. Das hilft dem Arzt, schneller und bessere Entscheidungen zu treffen. Okay, und was waren jetzt da bei der Entwicklung speziell die Herausforderungen? In der Medizintechnik gibt es sehr hohe Anforderungen an Safety, Security und Datenschutz. So war es eine wichtige Anforderung, dass alles in der App passiert. Alle Daten werden in der App verarbeitet und auf keine Cloud hochgeladen. Das macht Sinn. Hast du denn schon während der Schulzeit programmiert oder wie kamst du auf das Studium der Elektro- und Informationstechnik? Mathe und Physik waren schon immer meine Lieblingsfächer. Aber ich wollte keine reine Naturwissenschaft studieren. Und so bin ich schließlich auf Elektro- und Informationstechnik gekommen, die angewandte Naturwissenschaft sozusagen. Und die Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium sind sehr vielfältig. Hier bei der ITK habe ich jetzt die Möglichkeit, die Gesundheitstechnik von heute und morgen aktiv mitzugestalten. An Zukunftsthemen zu arbeiten, ist auch eine Motivation für mich selbst. Hast du vielleicht noch ein anderes konkretes Beispiel, das in den Bereich der modernen Informationstechnik fällt? Ja, RescueWave zum Beispiel ist ein System, das bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn angewendet werden kann. Hier wird den Verletzten dieses elektronische Gerät umgehängt, auf dem der Schweregrad der Verletzung eingestellt werden kann. Position und Verletzungsgrad werden dann an das System übermittelt und die Rettungskräfte können sich ein besseres Bild von der ganzen Situation machen. Und das alles in einem eigenen autarken Netzwerk. Da ist sicher Teamwork bei der Entwicklung gefragt, oder? Ja klar, ohne interdisziplinäres Arbeiten funktioniert ganzheitliche Systementwicklung nicht. Aber genau das macht ja hier so Spaß. Und das System ist übrigens als Projekt am KIT entstanden. Ach cool. Welcher Aspekt ist denn deines Studiums jetzt noch am meisten relevant in deinem Beruf? Was würdest du sagen? Neue Probleme anzugehen, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und dazu zu lernen, neue Lösungswege ausprobieren, mit den Kollegen zu kommunizieren und Wissen zu tauschen. Das ist das, was ich jeden Tag brauche. Ja, vielen lieben Dank für den spannenden Einblick heute in den Beruf. Hättest du jetzt vielleicht abschließend noch einen Ratschlag für mich in meinem weiteren Studium? Nutz auf jeden Fall das breite Angebot an Vorlesungen am KIT und wähl das, was dich interessiert. Und dann mach Industriepraktika, um das gelernte Wissen direkt anwenden zu können. Mit der Kombination konnte ich für mich das meiste aus dem Studium ziehen.